Hallo Leute und willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Ich habe mir etwas überlegt bezüglich der Sache mit den Engelsdeals und Godhead, was mir noch übrig bleibt, weil ich ja schon Platinum-Gott bin und mir bei den Stats und Items nur noch Godhead fehlt. Ja, ich möchte das Ganze so angehen, dass ich auch erstmals Erfahrungen mache mit Videos schneiden. Und das wird so ablaufen, dass ich jedes Mal, wenn ich einen Engelsdeal bekomme, ab sofort das Ganze aufnehme. Manchmal mit Ton, manchmal nicht. Ich habe ja auch nicht immer Zeit, weil manchmal, wenn ich zocke, dann sind auch Hintergrundstörgeräusche. Also ihr werdet schon mitbekommen. Manchmal werde ich reden, manchmal auch nicht. Und ja, ich werde das jetzt so lange immer wieder Stück für Stück aufnehmen mit den Engelsräumen, bis ich Godhead gefunden habe. Und schauen, ob ich das in meinem Aufnahmeprogramm zusammenschneiden kann. Wenn es funktioniert, dann ist ja alles cool und wenn nicht, dann wird höchstwahrscheinlich nur die Stelle gezeigt, an der ich Godhead bekomme. Naja, deshalb so viel dazu und dann würde ich jetzt mit den Runs starten. Und wenn alles funktioniert, dann seht ihr gleich, wie es weitergeht. Okay, das ist der erste Run, den ich jetzt gestartet habe. Items überschaubar. Und jetzt sind wir schon in Depths 1, also Necropolis. Und hier drin ist die Bibel, okay. Die heben wir auf und platzieren sie wieder. Dann lege ich schnell eine Bombe. Das ist sehr gut, dass ich welche dabei habe. Da habe ich gerade gar nicht drauf geachtet. So, der Reroll ist bereit. Und der Engel müsste auch relativ schnell sterben, da ich auch mit den Orbital Tears und Proptosis gut reinhauen kann. So, und die Taktik, die ich nachverfolge, ist jetzt zu Reroll. Was? Ich habe gerade erst... Wow. Das ging schnell. Ich habe um die 15 bis 20 Spielstunden damit verbracht und habe gedacht, ja, das wird jetzt so eine Reihe, so 2-3 Folgen, 10 Minuten. What the fuck? Und ihr seid auch live dabei. Na gut. Ja, aber ich habe heute schon Super Amazing Wagon Adventure hochgeladen. Ich würde sagen, das passt relativ gut. Dann werde ich das jetzt auch hochladen, dass ein relativ kurzes Video ist. Geil, ey. Aber ich sag's mal so, dieses doofe Spiel wird mich jetzt bis Afterbirth definitiv nicht wiedersehen. Das hat sich jetzt nicht anders verdient. Real Platinum God. Alle 178 Achievements. Woo. Schön. Wow, ist das groß! Also, diese gelbe Aura, die ihr jetzt seht, die tut halt auch den Gegnern weh und die ist halt der Größe von den Tränen entsprechend. Ich habe die nur gesehen, so wie jetzt... Oh, ich zeig mir den Finger auf dem Bildschirm, super. So wie das Kleinste jetzt da hinten, kenne ich das nur. Und dass das mit den Tränen mitgeht, oh mein Gott. Ich möchte diesen Run weiter aufnehmen. Aber ich habe gerade so durchgesprochen, weil immer mal wieder kurz aufnehmen, das wäre ja ein bisschen doof. Deshalb habe ich gerade gesagt, ich möchte nur mal ganz kurz eine Minute aufnehmen, dass gerade mal kurz niemand reinkommt. Ach du Scheiße, das ist ja wie Brimstone Ludovico nur besser. Ach du Scheiße, whoops. Halt. So, ich habe auch hier Taurus. Boah, was ist das? The Stars, setzen wir schon mal ein. Und The Mind. Okay, dann wird dieser Run doch relativ schnell. Jetzt sehen wir schließlich alles. Oh, was ist das für ein Run? Das erste Mal wirklich. Ich habe nichts gemacht. Der erste Run und bam, Godhead. Ah, das ist schön. Das ist schön, dass ich das wenigstens aufnehmen konnte. Sogar nicht, dass ich einfach nur daneben stehe, sondern das ist einfach so passiert. Ich meine, ich kann es ja nicht berechnen. Ich weiß ja nicht, ob es irgendwie eine Funktion gibt, dass man sich da in dieses... Wie heißt das Ding noch gleich? In die Dingen sind dieses Teil reinhackt, wo die Programmiersprache drinne geschrieben ist und dass man dann irgendwie eingibt hier Wahrscheinlichkeit von Godhead von 0,00001% auf 50% setzen, sondern dass ich... Wow. Mensch, das ist ein schöner Tag. Das ist ein schöner Tag. Oh, schaut euch den Damage an. Und skaliert das mit, wenn mehrere übereinander liegen? Oh. Ah, nee, wir hätten... Ah, ich Idiot. Wir hätten zu The Lamp gehen sollen. Wollen wir den Boss Rush machen? Ich mag die Big Beautiful Fly.
Nee. Davon gefällt mir gerade derzeit nichts. Oh, der Run, der wird sowieso keine paar Minuten gehen. Oh, jetzt muss ich aber ein bisschen weit laufen. Oh, ich wollte erst so anfangen, so viele verschiedene Aussagen zu machen und immer mal wieder deprimiert zu wirken und alles Mögliche, ganz viele Emotionen reinpacken. Also das hat mich jetzt definitiv aus dem Konzept gebracht. Tja, das ist Godhead. Das ist doch toll. Diese rote Kacke, die trifft einen selbst, wenn man nicht mal wirklich an ihr dran steht. Ich hasse sie. Okay. So. Selbst wenn wir jetzt ein bisschen Leben verlieren, ich denke nicht, dass wir hiermit noch sterben können. Das skaliert auf meiner eigenen Skala von der Stärke her mit der Stopwatch. Okay, nehmen wir mal den Pilz mit. Oh. Ach, wenn wir jetzt da kleine sind, dann lädt sich das richtig schnell auf, weil je nach unserem Speed geht ja Taurus mit. Das heißt, wenn wir richtig schnell sind, dann bekommen wir Taurus schneller und wenn wir sehr langsam sind, dauert es länger, bis es sich auflädt. Und wir ja dadurch auch Stück für Stück schneller werden. So. Death. Death ist jetzt auch ein bisschen Death. Bam. Okay, ich glaube, es skaliert mit. Pidgeon Boy. Bisschen Münzen. So, was sagt der Devil Deal? Jetzt kriege ich auf einmal wieder einen Devil Deal. Okay, nehme ich mit und nehme ich mit. Jetzt ist es ja vollkommen egal. Jetzt kann ich ja Devil Deals nehmen, so viel ich will. Jetzt muss ich ja endlich nicht mehr auf Angel Deals gehen. Oh, weh, es kommt wieder irgend so eine eklige Sache in Afterbirth. Ich weiß davon ja noch nicht so viel, außer dass es zur Möglichkeit steht, dass ein Pokéball als Item kommt, mit dem man Gegner einfangen kann und im nächsten Raum für sich arbeiten lassen kann. Boah, das ist so schön. Oh, aber ich höre, dass draußen jemand den Staubsauger anschmeißt. Glaube ich jedenfalls, war der das? Nee, oder? Hm. Keine Ahnung. So, wir sind auf jeden Fall schon fast durch. Oh, das Store Credit bringt mir nicht mehr so viel auf den Ebenen hier. Ja gut, dann rase ich jetzt einfach nur noch durch und beeile mich. Rote Kacke, aber gekonnt. Ah. Und, ach nee, schade, jetzt wollte ich sehen, wie es mit skaliert. Okay, halt, jetzt. Ah, wunderbar. Okay, wir müssen leider nach oben gehen und es ist ein Staubsauger. So. Okay, der, wow, das geht relativ schnell mit dem Boss. So, du bist tot. Und, oh, das Spiel leckt sogar ein bisschen. Ah, die Aufnahme dürfte nicht abschmieren, also Speicher müsste ich noch genug haben. Wow, das Spiel, das hatte ich schon mal, dass das Spiel immer laggt, wenn man, oh, Steam, sehr cool. Aber den hätte ich rerollen können. Immer wenn man durch die Tür geht, wieso habe ich das jetzt schon wieder? Hm, naja. Vielleicht bin ich dem Spiel gerade einfach nur zu gut geworden. Oh, es kann sein, dass sie gleich die Tür aufmacht. Das wäre ein bisschen doof, weil wenn meine Mutter staubsaugt, dann holt sie natürlich alles. Ist ja beste Putzfrau ever. Okay, halt. Wir haben Sachen, die gut zum Rerollen sind. Ouija, Cancer, ein bisschen Krebs ist immer gut. Krebs ist echt ein gutes Item in dem Spiel hier. Allgemein Cancer als Trinket oder als Item hier. Okay, ah, wir sind sogar richtig. Ah, das geht jetzt relativ schnell mit dem Boss. Dann beeile ich mich doch mal. Okay, ein bisschen Schab. Ah, ich bin klein. Dann kann ich auch relativ schnell hier durchgehen. Ah, der Sacrificial Dagger, der macht auch sehr viel Schaden. Okay. So, und dann... jetzt. Und dann stirbt das Blue Baby. Yay! Das Anforderung. Ach, Leute. Real Platinum God. Woo! Ah, ist das schön. Und wir sind... Ja! Ich bin sogar, ich habe mir noch gedacht, na, unter 400 Tonnen werde ich es nicht mehr schaffen. Aber unter 400 Tonnen. Und ich habe 97 Marm-Kills. Wow. Ah, da ist es, Godhead. Boah, bin ich froh. Secrets. Werde ich noch einmal kurz durchlaufen lassen, dieses Epilepsie-Zeug. Boah, tut das gut, ey. Mal schauen, ob ich unter 200 Spielstunden bin. Obwohl, ich glaube, das zeigt mir sogar Tab an, oder?
Das zeigt mir doch, glaube sogar Tab an. 195 Stunden gesamt. Unter 200 Spielstunden. Real Platinum God. Cool. Okay. Dann hoffe ich, dass die Stimmskalierung, die ich hier gerade gemacht habe, wie zum Beispiel dieses Ausrasten meiner Stimme, nicht hässlich... hässlich aufgenommen wird von dem Mikrofon. Und bedanke mich fürs Zuschauen dieser kurzen Reihe. Wow. Bis bald.